schön, dass ihr wieder dabei seid bei Jagged Alliance 3 hier bei Let's Winter. Freue mich sehr, dass ihr dabei seid und eingeschaltet habt in dieser vierten Folge und Episode dieses Let's Play. Ganz getreu dem Motto blutige Anfänger kämpfen wir uns durch den Dschungel. Und wir haben es in den ersten Folgen, ja sagen wir, rudimentär gestaltet. Es gab die ersten Kämpfe, es gab die ersten Gefechte. Und es ist, glaube ich, ein Stück weit an der Zeit, einfach jetzt mal ein bisschen Zeit uns und unserem Trupp zu widmen. Insbesondere, weil wir hier wunderbar in einem Minenfeld sind und ich mich wirklich gerade nicht weiter bewegen möchte, sondern erstmal ein bisschen auf die Charaktere gucke und ich in der vierten Folge einfach ein Stück weit mitnehme, was wir denn in Zukunft so zu beachten haben. Denn es gibt sehr, sehr viel taktische Komponenten, die wir noch gar nicht aufgetan haben. Das geht los bei, welche Werte sorgen für Aktionspunkte, wie können wir das verbessern und so weiter und so fort, bis hin zu, naja, welche Modifikationen für Waffen und Ähnliches können wir eigentlich irgendwann erreichen. Insofern wird diese Folge ohne großen Fortschritt in der Geschichte fortlaufen und wir uns einfach ein bisschen mit unseren Charakteren, die wir hier und Söldnern, die wir hier angeheuert haben, beschäftigen. Wir haben Buns, wir haben Barry, wir haben Dr. Q, unseren medizinischen Erstversorger. Und wir haben Steroid, der tatsächlich und am besten für Kraft und Gesundheit steht. Aber dazu gleich mehr. Was mir aufgefallen ist, wir haben in Anführungszeichen nur 4 Personen. Das ist ein bisschen wenig insgesamt. Ich hatte mit 4 gestartet, sehe aber mehr und mehr in umliegenden Videos, dass es auch 5 und 6 tun. Und wir haben noch eine ganz interessante Geschichte nicht genutzt, die ich euch an dieser Stelle einfach mal zeigen möchte. Und dafür gehen wir in den Browser, gehen hier oben in das IMP-Web und müssen den angeblichen Test bestehen. Gehen hier auf OK, loggen uns ein. Tja, und die Frage ist, machen wir diesen Test mit? Nein. Für gerade mal $6.999 können wir einen Persönlichkeitsbewertungstest durchführen und ein Söldnerzertifikat erhalten, mit dem wir sofort und ohne weitere Kosten einen Söldner einsetzen können. Das Besondere ist in dem Moment übrigens tatsächlich, diese $7.000 fallen an und dann nie wieder. Es ist also von großem Interesse, den bestmöglich auszubilden. Tja, wir können die Fragen jetzt hier beantworten, aber wir wollen noch ein bisschen mehr machen. Wir überspringen den wunderbaren Test und wählen selbst aus. Ja, und jetzt nennen wir ihn hier mal nach uns selbst. Name ist Let's Splinter, soweit so klar. Und als Spitzname nehmen wir Splinter. Was bei mir in der Natur der Sache liegt, denn der erste Chatname früher von mir war The Splinter. Jetzt in diesem Gaming-Kanal wurde es zu Let's Splinter. Und der Spitzname soll dann einfach Splinter sein. Können uns ein Bild aussuchen. Und dann denke ich, wird es auf ihn hier mit der coolen Pilotenbrille hinauslaufen. Und wir verteilen die Attributspunkte jetzt mal bestmöglich. Und ich habe mir Gedanken dazu gemacht und denke, dass die Weisheit und Geschicklichkeit relativ hoch sein sollte. Wir haben allerdings ein bisschen was dafür abzudrücken an Werten. Können sicherlich bei der Technik runtergehen. Für Sprengstoff haben wir auch schon einen Experten, gehen hier also auf einen relativ niedrigen Wert, machen hier einen Experten draus und sehen hier eine Verteilung, die einigermaßen solide wäre, so wie sie auch an vielen, vielen Stellen bereits beworben und empfohlen ist. Ich glaube, ich möchte das aber noch ein bisschen modifizieren. Wir sehen hier 85 für Kraft und Beweglichkeit. Zur Beweglichkeit kommen wir übrigens gleich, die erkläre ich euch sehr gerne genauer. Die ist wirklich maßgeblich. 80er Wert für Geschicklichkeit und Weisheit und 70 für Gesundheit, Führungsqualitäten und Treffsicherheit. Ich möchte das allerdings ein bisschen anders gestalten, die Weisheit runterschrauben und die Führungsqualität noch mit reinpacken auf 80 und eventuell auch bei der Kraft ein bisschen nachgeben und die Gesundheit noch hochschrauben auf 75. Nichtsdestotrotz einigermaßen ausgeglichen. Technik, Sprengstoff und Medizin vernachlässigen wir zugunsten unserer angeheuerten Söldner und dann gehen wir hier auf Weiter. Und können einen persönlichen Vorteil freischalten. Schön ist dabei unterrichten, schneller Abschluss der Operation Miliz ausbilden und Training. Da kommen wir im weiteren Spielverlauf sicherlich noch zu ganz, ganz tollen Möglichkeiten, gerade die Milizen auszubilden. 10 zusätzliche Erfahrungspunkte für den Trupp. Nehmen wir gerne mit rein. Ja, und nehmen hier das Werfen für die vergrößerte Reichweite für alle Wurfwaffen raus und gehen auf den Heimlichtur. Schleichen für Feinde schwieriger zu entdecken, leicht erhöhte Chance bei heimliches Töten. Und bei den persönlichen Vorteilen können wir zwischen Psycho, Unterhändler oder Gauner wählen. Ich glaube allerdings, die Sektoroperationen und Bootsreisen zu vergünstigen als Unterhändler ist keine schlechte Idee. Und dann gehen wir auf Fertig. Wir zahlen 6.999, schauen hier auf die 23,5, die wir noch haben. Und haben ihn angeheuert. Das bedeutet... Tja, wo ist er jetzt? Wo müssen wir ihn denn abholen?
Ah, hier, ihr seht's hier. Kommt von Westen angefahren, trifft also ein. Insofern kommt er dann hinterher, sobald wir die Zeit hier weiter voranschreiten lassen. Banz erholt sich gerade. Das ist insofern interessant, als dass wir hier sehen, dass sie müde ist von Energie, hat eine niedrige Moral und ihr seht das sofort. Die Aktionspunkte verringern sich dadurch. Wir kommen auf den Passus Beweglichkeit, von dem ich eben gesprochen habe, zu sprechen. Ihr seht bei Banz Beweglichkeit 79, bei Steroid ist das nur eine 56 wohlgemerkt. Dr. Q mit 94 sehr, sehr hoch. Aber er ist verletzt. Wir gehen aber nochmal auf Banz zurück. Die Energie, sie ist müde. Dadurch verlieren wir einen Aktionspunkt. Das heißt, wir warten gut und gerne drauf, mit ihr diese Mali auszumerzen und sie wieder zu höheren Aktionspunkten zu bewegen. Die Beweglichkeit selbst ist das wichtigste Attribut für uns. Denn maßgeblich sind die Aktionspunkte für wirklich alles im Kampf. Wir haben das hier unten gesehen. Es geht dann um die Haltung, Bauchlage und Co. Es geht um die Schüsse, es geht um Überwachung und ähnliches, in Deckung gehen. Alles wird für APs hier entsprechend benötigt, beziehungsweise andersherum. Alles, was wir tun wollen, sorgt dafür, dass wir AP einsetzen. Das ist viel, viel entscheidender. Wenn jemand erholt ist, bekommt er einen Aktionspunkt hinzu. Auch die hohe Moral bedeutet ein Aktionspunkt plus, sehr hohe Moral, zwei Aktionspunkte hinzu und so weiter und so fort. Eine sehr geringe Moral hingegen büßt zwei Aktionspunkte ein. Und wenn wir 12 Stunden nichts tun, auf der Satellitenkarte wohlgemerkt, die wir ja hier mit M anschalten können, dann wechselt ein Söldner von erschöpft zu müde, als auch dann von müde zu normal. Steroid hingegen hat einen Kraftwert von 97. Der Wert ist auch sehr, sehr maßgeblich. Maßgeblich deshalb, weil der Schaden im Nahkampf sowie die Wurfreichweite für Messer und Granaten dadurch bestimmt wird. Aber, und da gucken wir gerne mal rein, die Inventarslots. Wir sehen die Inventarslots hier, das sind die Truppvorräte und das sind die Rucksäcke. Steroid hat hier ganze 13 Slots und das hat er, weil er einen Kraftwert hat von 95 bis 99. Wenn wir hingegen zu Dr. Q gehen, der hat einen Kraftwert, der weitaus geringer ist, nämlich, ihr seht es hier, 73. Dann sind wir in einem Inventarslot-Bereich von 70 bis 74 gleich 8. Also je höher der Kraftwert, desto eher kann der Rucksack bepackt werden, was insofern natürlich ein Stück weit logisch ist. Banz, ihr seht das, nur 5, hat einen Kraftwert von 56 und ist damit ja fast am unteren Ende angekommen. Ab 54 nach unten gibt es nur 4 Inventarslots. Banz kann relativ wenig mitnehmen, ist aber dafür in der Geschicklichkeit wiederum gut. Wir sehen das. Geschicklichkeit sorgt dafür, dass die Chance auf heimliches Töten erhöht wird. Und damit ein klarer Konterpart übrigens zur Treffsicherheit. Die haben wir hier bei ihr auch relativ hoch mit 86. Ihr seht das in der rechten Spalte an zweiter Stelle. Und auch wenn die Treffsicherheit natürlich dafür sorgt, dass Schüsse eher das Ziel finden, ist es nicht so ganz signifikant wichtig, wenn man es durch andere Attribute entsprechend wieder ausgleicht. Wir schauen auch nochmal auf Dr. Q und seinen Weisheitswert, der hier bei 87 liegt. Linke Spalte ganz unten. Sorgt übrigens dafür, dass wir mit ihm eigentlich doch nochmal hier durch die Gegend rennen wollen. Denn Kräuter sammeln, ganz, ganz wichtig. Medizin ist am Anfang unfassbar knapp. Und so wie wir uns hier schlagen, Klammer auf, amateurhaft, Klammer zu, geht es auch darum, sehr viele Kräuter zu sammeln, um dann bestmöglich zu versorgen und unsere Einheiten hier schnell wieder auf Vordermann zu bringen. Weshalb ich mit ihm, und das ist jetzt ein bisschen... hier sogar in-game dann logischerweise, richten ihn einmal auf, um die Ecke gehe, um die Kräuter einzusammeln. Damit seht ihr hier, Medikamente sind eingesammelt worden, wir schauen aufs Inventar. Sanitätskasten ist aufgebraucht, wir sehen Medikamente hier, wir sehen den Erste-Hilfe-Kasten dort doppelt vorhanden. Und insofern müsste da schon wirklich jedes Gebiet gut durchforsten, so auch hier, direkt nebendran, nochmal Medikamente gesammelt. Es geht schnell unter und hier hinten wird was geplündert. Let us collect what we can. Weshalb sich wirklich, wirklich lohnt. Oh, ihr seht, hier wird es langsam ein bisschen knapp. Oh, sehr schön. Viele Medikamente gefunden. Es lohnt sich wirklich auch nach einer bestandenen Kampfsequenz hier nochmal ordentlich zu suchen, was in dem Gebiet noch zur Verfügung ist. Das machen wir an der Stelle auch. Sehr schön übrigens, und da können wir jetzt ein bisschen in-game gehen, ist der
Sprengstoffwert von Barry, 92 und damit sehr hoch. Er hat hier, und das werden wir gleich nochmal, während ich nicht schneide, er hat hier eine Tretmine entdeckt und kann sie deaktivieren. Ich hoffe, das geht auch gut jetzt an der Stelle. Sein hoher Sprengstoffwert sorgt dafür, dass er die entdeckt. Und das ist natürlich sehr, sehr gut, weil die ganzen Gebiete sind signifikant mit Tretminen manchmal versehen. Vorteil davon, ihr werdet das gleich sehen, wir bekommen Schrottteile. Ja, hier sind zwei Teile geborgen worden, sehr schön entschärft. Und wenn ihr hier langsam vorwärts geht, seht ihr hier in dem Moment, finden wir die nächste und die nächsten Teile, die wir bergen können. Und davon gibt es nicht zu wenige, in vielen Gebieten. Insofern ist es wichtig, dass unser Team sehr divers aufgestellt ist. Ihr habt das gesehen, Barry mit dem Sprengstoff. Wir hatten hier drüben Dr. Q mit seinem Weisheitsmodifikator. Ja, und hier die nächste Tretmine. Und so könnt ihr alle möglichen Gebiete wunderbar abgrasen. Und vor allen Dingen dafür sorgen, dass ihr nicht hier komplett zerbombt werdet. Wie ich es in der letzten Folge übrigens tatsächlich einigermaßen gemacht habe. Etwas unbedarft in dem Moment vorgegangen. Und während ich das so erzähle, seht ihr, wie viel wir hier an Teilen einfach bergen können. Oh, hier unten war auch noch eine, da oben ist eine. In diese Minen nicht reinzulaufen, ist natürlich ein riesiges Plus für euch. Und in dem Moment seht ihr schon, wenn wir jetzt hier die Karte entlang gehen, also hier mit der ersten Mine, es sind schon sehr viele, die ihr aufdecken könnt. Sehr viele Teile, die ihr sammeln könnt. Medizin, die ihr einsammeln könnt. All das verbirgt sich letzten Endes hinter den Werten von euren Söldnern, die ihr anheuert. Ich zähle auf die Schnelle jetzt hier 15, 16 Minen. Und da kommt noch die nächste. Also während ihr hier vorwärts geht und wisst, wo die Minen sind, geht es immer darum, auch zu gucken, wie könnt ihr eure Einheiten am bestmöglichen schützen. Und natürlich das Plündern von umliegenden Dingen nicht vergessen, wie zum Beispiel dieser wunderbaren MP40, die wir hier in den Rucksack von Barry packen können. Ein leichter Helm, gratis anbei. Die nächste Fackel und 9mm Munition. Also insofern wisst ihr, dass ihr die Gebiete immer ideal und bestmöglich erkundet. Das haben wir aber nun oft genug wiederholt. Weiterer schöner Hinweis an der Stelle übrigens, ihr hattet den Sanitätskasten eben gesehen, der mittlerweile aufgebraucht ist. Wir können mit den Medikamenten eben jenen wieder auffüllen. Er stellt verlorene TP wieder her und stabilisiert sterbende Charaktere. Ist erforderlich zum Verbinden und heilt 25 mehr TP. Haltbarkeit verschlechtert sich mit jeder Nutzung, kann jedoch mit den, wie ihr seht, Medikamenten wieder aufgefüllt werden. Rechtsklick drauf, auffüllen mit 24 Medikamenten und schon sind wir wieder bei 100%. Ausgezeichnet also hier den Sanitätskasten wiederhergestellt. Und für die wirklich, wirklich blutigen Anfänger unter euch, wenn ihr euch wundert, warum eure Einheiten alle stehen und so durch die Gegend rennen, dann drückt doch einfach mal auf die Hide-Taste und schon seid ihr alle verborgen und schleicht euch an euren nächsten Gegner ran und wir schleichen uns aus dieser kurzen Folge raus, die sich in meinen Augen sehr gelohnt hat, gerade für die Komplettanfänger. Und auch für den guten Überblick, denn dieses Minenfeld war gerade prädestiniert dafür, einfach mal zu zeigen, was in eurem Squad alles drinsteckt. Es geht nicht nur ums Schießen, beileibe nicht. Es geht auch um das richtige Looten, um das Finden von Gegenständen und um eure bestmögliche Ausstattung im Kampf gegen die Legion in diesem wunderbaren Jagged Alliance. Teil 3, der endlich draußen ist. Ich freue mich drauf, wenn wir in der nächsten Folge wieder zurück sind und die nächsten Missionen angehen. Bis dahin, euer Let's Splinter. Macht's gut. Ciao, ciao.